Hätte gerne meinen Wirbelwind, den gibt's erst seit Level 30. Ah ja, das stimmt. So, jetzt sind Jetzt wir. Boss. Oh, die sind gläubig. Boah, der macht aber gut Schaden, Alter! Das Kaltenkrähe. Ich hab ja Kälte verzogen. Ich mach mal die anderen. Ja, und wer zieht mir jetzt hier Mana weg? Hast du Aua bekommen? Ja. Aua. Ey, guck mal, eine gelbe leichte Rüstung. Oh! Verdammt! Oh! Scheiße. Ja, wenn du sowieso vorne bist, er hat jetzt 15 Verteidigung, 1 zu stärken. Nein, das ist schon in Ordnung. Passt, zieh die ruhig an. Das ist in Ordnung. Ich hätte sie nur gerade gerne weggenommen, ehrlich gesagt. Ja, da dachte ich mir schon. Deswegen habe ich schnell das Inventar aufgemacht und das Ding aufgenommen. Er ist ein Wurfspiel. Nein, der Wurfspiel ist Wurfspiel. Brauche ich nicht. Brauch ich nicht. Bronisch. Ja. Hey. Ach ne, wir waren noch nicht oben. Oben links. Ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht von der GameStar. What? Ich habe bei den 666 Diablo 3 Keys ich immer mitgemacht Key und kein Key für die scheiß Diablo 3 Bildhauer. Also, wir haben über Peters. Wir haben leider keinen Key gekriegt. Ja, echt mal. Nur die Idee, also, Beta kann man ja eigentlich dazu nicht mal sagen, weil es ist eher eine Demo. Weil, sobald man da diesen Knochenkönig da besiegt hat, steht dann da auch, juhu, sie haben die Diablo 3 Beta geschlagen. Ja, dann kann man den nächsten Charakter anfangen. Ne? Das ist ungefähr so nach 4 Stunden der Fall. Also mit Level 9 oder Level 10, so um den Dreh. Mein Papi hat gerade gesagt, er möchte gleich gerne was essen gehen. In einer Stunde bin ich, machen wir Pause. Also, man kann mal Blutkrähe zu Ende machen, dann können wir erstmal Pause machen. Hm? Was? Yam, yam, yam. Alter, Blitzverzauberung ist ganz böse. Fuck, 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 fuck. Boah, was hat die Sicherung hier gemacht? Alter, die hauen so übel rein. Alter. Ach, die hat auch noch, da ist noch eine mit Geisttreffer. Ja, so fühle ich mich gerade auf jeden Fall. Alter. Oh, erstmal den Quatsch da weg. So. Jetzt ist Stinkfaust der Kalte. Wir sind drei Beschützer. Hammer. Ja, nimm mal mit. Das ist nehm ich einmal mit, wenn ich den brauchen kann. Alter, das war jetzt aber übel. Ja. Von wegen, das Spiel ist ja auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad total furz einfach, ey. Ja, wenn man aufpasst, Ja, wenn. Dürfte da nicht viel passieren. Bam. Amulett! Da ist die Truhe. Und was ist drin? Quatsch. Nein! Handschuhe. Kann ich mitnehmen. Oh, jetzt wäre aber auch richtig voll. Alles voll. Ist wieder deine Schwester, die da rumstressen muss. Ja, gehen wir durch mein Portal zurück, oder ja, was? Ja, würde ich auch sagen. Alle Klärchen-Bärchen. Nein, ich werde zurücksetzen. Brauchen wir nicht. Echt ein bisschen Fail heute drauf. Ich habe hier ein Amulett. Eins zur Energie, kannst du gebrauchen. Das ist halt nix, brauchst du halt nicht für deine Angriffe. Nee, ich hab hier zwei. Andere hatte 5% Ach, Widerstand. Mein Gott. Ja, keine Ahnung. Was kostet denn jetzt im Kaufen? 2600. Jetzt willst du es kaufen, oder was? Am Arsch. Was? Nein.
Das wäre ein bisschen dämlich. Ich brauch wohl keinen Schwanz. Ach stimmt, in die Truhe. Da können wir... Was war denn mit der Truhe in Diablo 3? Die fand ich aber nicht so groß, oder? Die kannst du dazu kaufen, ne? Das ja, ist wie bei WoW. Ja. Schnock gegen echt Geld. Ja, das war doch sehr erfolgreich. Oh, nice. Dann gehen wir jetzt wieder durch das durch den Wegpunkt, wa? Kalte Ebene. Ach Mist, hätte ich nochmal Pfeile nehmen sollen. Nö. Doch. Verdammt. Ja. Was braucht ihr? Was braucht ihr? Was hat die denn so? Kram, 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 alles. Ach ja, reparieren wir nicht schlecht, ist ja, ne? Boah, okay. 14. Hammer teuer. Hammer teuer. Ich habe kein Geld mehr, um mir Pfeile zu kaufen. Also, ich habe schon welche gekauft, aber zweimal geht nicht. Ist eine arme Sau. Ah, dabei war ich eben noch so reich. Ah, du bist schon durch. Jo. Pass auf. Puah. Oh, nice. Welcher Schrei war denn das nochmal? Das macht jetzt Verteidigung auch. Ah ja, stimmt. Dann gibt's ja auch noch dann das andere, wo du dann Leben und Mana glaub oder Leben dazu kriegst, ich weiß gar nicht genau. Kann sogar Fertigkeiten hochsetzen, glaube ich. Ja, das gibt's auch. Wenn ich mich da recht entsinne. True, true. Wie ist denn das, wenn man, also ich meine, für die Leute, die ja Diablo kennen, ne, da macht man ja auch mal so Andariel Runs und so weiter. Würde euch das theoretisch interessieren, wenn man mal so 4 Stück macht hintereinander, oder würdet ihr sagen, macht lieber die ganze Story direkt durch? Wir haben keinen Bock auf Andariel Runs. Ja, aber auf normal machst du ja keine Andariel Runs. Echt nicht? Du kannst ja schon ein bisschen wenigstens Equip sammeln, oder? Ich meine, da müssen ja jetzt nicht viele sein, aber so. Zu schnell im Level. Ich weiß es nicht, kann natürlich sein. Doch an, also da kannst du doch bestimmt schon ganz nett. Ich meine natürlich, dass du da kein hier Immortal King oder sowas findest, ist klar. Ja gut. Oh, meine Battle Orders sind schon vorbei. Hammer, die haben ja richtig lange gehalten. Einziger, mich zerstört am Baba, ist ja letzte Zeit kein Massenkiller mehr. Bam. Ja, momentan bist du, glaube ich, eher noch so der Tank. Was hast du denn eigentlich geskillt? Mehrfachschuss. Auch geil. Dann kommen noch so Sachen wie Kältepfeil. Und Frostpfeil. Jetzt ist hier mein Battle Order schon wieder weg. Da bist du viel zu stressig, das irgendwie alle 20 Sekunden aufzuheben. Ja, das kann sein. Wir haben ja, ich habe hier bei meinen Eltern ein ganzes DSL 3000. Ich wohne hier in der tiefsten Wildnis im Urwald. Das stimmt. Kann man denn hier? Das Feld der Steine. Das interessiert uns nicht. Ja, wir müssen erstmal den Friedhof suchen. Ich brauche Mana. Ich brauche Mana. Ich brauche die ganze Zeit Mana hier. Ah, nehmen wir mal ein bisschen. Mann, das Spiel hat einfach Style. Ich weiß nicht. Das hat halt einen unglaublichen Wiederspielwert. Wie oft hat man schon Diablo gespielt von Anfang bis Ende? Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Wo ist denn jetzt hier das? Man muss doch irgendwie dem Weg einfach noch folgen. Wo machen wir das denn jetzt? Ja, nee, der Weg
führt ja auch zu dem Friedhof. Ja? Ist, war da irgendwo eine Gabelung? Ja, die hab ich mal wieder vercheckt. Ah, da oben könnte es doch schon sein. Ach so. Ja, da oben sieht's ja danach aus. Dudum. Nein, ich kann es nicht mehr rennen. Ha, ha. Wie viel Ausdauer Hammer hast du? Ah, ne, da ist es hier. 107. What? Ich hab 94. Ja, okay, ich bin ja auch ein großer Barbar hier, ne? Ein kräftiger Mann. Tschüss. Ich lebe wohl. Nee, tschüss hat die gesagt. Tschüss. Dies gehört euch. Danke. Mein Geschenk für dich wird ein Kackhaufen auf dem Tisch sein. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe ja echt kurz überlegt, ob ich Peter beim Geburtstag von Hardy einen Kackhaufen auf den Tisch setzen soll. Ich habe mir dann gedacht, der könnte sauer werden. Stattdessen hat dann... Also ein Mysterium, was sich noch nicht aufgeklärt hat, ist... wir waren die einzigen noch in dem Extrablatt, Leute. Und irgendjemand von uns, der nicht sagen möchte, dass es getan hat, hat quer über die Treppe Richtung Toilette gekotzt. Das ist auch so ein Mysterium. Das ist das Mysterium des Geburtstags von Hardy. Stimmt, also, weil wir waren wirklich die letzten Gäste. Ja, waren die letzten Gäste und da ich weiß so, aber wer soll das denn gewesen sein? Na, ich hab da so eine Vermutung, ich möchte jetzt keinen irgendwie mit reinhauen. Ich glaub, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall jemand, der Tomaten gegessen hat. Ja, Tomaten konnte man sehen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Bam, bam, bam. Nice. Den möchte ich haben. Das kannst du haben. Jo. Obwohl, wenn das Eisenschwert irgendwas Gutes kann, dann würde ich das auch gerne. Also, das 14 zu Angriffswert. Not. Aber not, thank you. Wolltest du auch die Krypta? Frieden, Schwester. Krypta und Mausoleum. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme, ehrlich gesagt. Ja, dann können wir erstmal wieder Quests abgeben. Ja, auf jeden. Wir können uns dann unsere Bitches holen. Warum habe ich überhaupt jetzt auch so ein Ding gemacht? Das ist sehr klug. Ich kann kaum glauben, dass ihr Blutrabe besiegt habt. Obwohl sie einst meine beste Freundin war, bete ich, dass ihre gequälte Seele für immer verbannt bleiben mag. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Und die Unterstützung der Jägerinnen. Einige meiner besten Kriegerinnen stehen zu eurer Verfügung. Ja, meine heißt Kyoko. Meine ist Ampleasa. Ampleasa. So. Guten Abend. Guten Abend. Mama, 48. Acht, das ist ja nicht mal die Schriftrolle wert. Mann, 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 ey. Hast du richtig geil abgecasht, oder was? Auf jeden richtig Fall. Richtig geil. Oh. Ja. Was denn? Ja, irgendwie war das nicht so toll, wie ich mir erhofft hatte. Ja, das kommt ja, doch noch. Aber was wird doch am meisten Geld bringt, sind doch immer hier die Sachen von der Zauberin, die bringen doch immer Cash. Ja, seid stimmt. Gegrüßt. Cash, Cash, Cash. Ne, der hat auch irgendwie nichts Interessantes. Denn? Oh, ich. Ich hab noch ganz 242 Gold jetzt. Ja, das ist ja schön. Ich hab noch 6000. What? Ich er hatte einmal so einen Kurzstab gefunden, den hab ich vertickt. Ach so. Gut. Dann bis innerhalb von 2 Sekunden. So, Päuschen vorbei, weiter geht es. Ja.
Essen war sehr lecker. Gehen Sie in den unterirdischen Durchgang. Zum Dunkelwald. Na, ja, wir wollten doch den Friedhof noch eben durchsuchen. Zur Krypta. Oh ja, und zu dem haben wir Mausoleum. Da noch das Portal? Ne, das verschwindet. Nee, das ist verschwunden. Müssen wir jetzt auch neu suchen, das ist ja wieder neu regeneriert hier. Jo. Generiert, nicht regeneriert. Oh lol, jetzt haben wir drei Bogenschützen. War geil. Muss ich gar nichts mehr machen, ja. Oh, ich brauch mal langsam eine neue Waffe, ehrlich gesagt. Mir geht langsam kaputt, die ist noch ätherisch. Du hast eine ätherische Waffe an, sehr gut. Ja, ich hab nichts anderes bislang gefunden. Leider. Hätte ja mal gerne was gehabt, aber irgendwie gab es nichts. Alter, das verwirrt mich voll, dass hier drei Bogenschützen sind.